Dieser weitgedehnte See, überall eingefasst durch prächtig geschwungene Uferlinien, gewährt ein Landschaftsbild voll imponierender Schönheit. Schon Theodor Fontane war auf seiner Wanderung durch die Mark Brandenburg augenscheinlich sehr angetan vom größten Gewässer des heutigen Biosphärenreservats Champfeide-Chorin. Nur rund 60 Kilometer nordöstlich von Berlin gelegen, gilt der Paarsteiner See als wahres Naturjuwel, das natürlich auch anglerisch jede Menge zu bieten hat. Besonders die Hechtangler kommen hier voll auf ihre Kosten. Auch Stefan Höferer möchte hier Hechte fangen und trifft sich an einem Dezembertag mit dem ansässigen Fischer. Geo, vielleicht ganz kurz zu unseren Anglern. Wie groß ist der See denn wirklich und um welche Tiefen weist der See auf? Der See hat 1111 Hektar und die tiefste Stelle ist 32 Meter. So, ja, das ist ganz praktisch. Also wie ihr seht, wir sind ja warm angezogen. Wir haben es Dezember und wir wollen heute mal versuchen, dass wir vielleicht den einen oder anderen Hecht überlisten können. Denn von denen soll es ja wirklich gute Fische geben, ne? Ja, Hechte sind hier reichlich drin. Das ist ein sehr guter Hechtbestand. Ja. Das Schöne an dem Gewässer, sollte man vielleicht noch erwähnen, wer mal hierher kommen will, angeln. Der See ist untergliedert in verschiedenen Abschnitten. Wir haben hier also einen kleinen Rennteil. Der ist so gut, dass, also wenn wirklich starker Wind bläst, kann man hier ohne weiteres auch noch fischen. Und wir fahren aber auf den größeren Teil raus. Ja, wir fahren auf den ganz großen raus. Ja. Also auf den ganz großen. Und wenn da natürlich richtiger Wind ist, ist es natürlich, das wird man wahrscheinlich sehen, die Ausmaße des Sees, da ist es natürlich etwas gefährlicher. Ja. So, lass uns nicht lange reden. Die Köder sind gepackt, das Boot ist fertig. Machen wir los. Ja. Mit Motorkraft machen sich die beiden Angler schließlich auf den Weg zum größeren Teil des Sees. Es geht vorbei an mannshohem Schilf und kleinen Inseln. Als Köder kommen hauptsächlich Wobbler und Gummifische zum Einsatz. In einer flachen und windgeschützten Bucht hat Stefan mit letzterem schon bald den ersten Fischkontakt. So. Schöner Bursche, also man sieht hier bei diesen Hechten, die sind wirklich sehr gut genährt und kämpfen ganz fantastisch. Und weil es ja wesentlich größere Fische gibt, werden wir den Fisch auch befreien lassen. Also das ist das Schöne hier am Paarsteiner See, man hat also, wie man hier so sieht, dadurch, dass der See sehr geschwungen ist vom Ufer her, hat man hier auch sehr viele Stellen, die sehr ruhig sind. Also hier ist fast jetzt Windstille und weiter draußen ist es dann windig. Also man kann wirklich bei jedem Wetter auch auf den See hinausfahren. Also der See hat hier eine Menge Berge. Wir stehen zum Beispiel auch wieder auf dem Berg. Hier in etwa ist es 3 Meter tief und dort, wo ich jetzt hingeschmissen habe, ist in etwa 8 Meter tief. Schön Krautbewuchs noch um die Jahreszeit. Und dann wollen wir mal sehen, vielleicht können wir hier auch einen überlisten. Stefans Wunsch geht nur wenige Minuten später in Erfüllung. So, Georg war ein bisschen langsam mit dem Film. Hat er prima geklappt. Schöner Hecht, wieder gut gekämpft. Ja, so kann das weitergehen, ne? Und es geht weiter. Allerdings erst einige Monate später. Kurz nach der Schonzeit ist Stefan wieder vor Ort. Zusammen mit Ilja Schierbaum steht bei strahlendem Sonnenschein das Spinnfischen auf dem Programm. Während Ilja dabei auf Wobbler und Jerkbaits vertraut, setzt Stefan voll und ganz auf Gummi. So, jetzt ist mir hier gerade ein kleiner Hecht eingestiegen. Auf den Lucky Craft Suspender Wobbler. Der erste des heutigen Tages. Also sie scheinen sehr beißwillig zu sein. Also wir haben jetzt hier gerade mal, naja, so 10 Minuten geangelt und das ist ein guter Start. Ein Frühjahrswinzling. Kurze Zeit, nachdem Ilja seinen halbstarken Fisch zurückgesetzt hat, drillt auch Stefan seinen ersten Fisch. Wegen dem Kraut bewegt er sich wahrscheinlich nicht. So. Oh, herrliche Zeichen, guck mal. Der Krautfahne. So,
Jetzt wird er wach, der Kollege. Ja, das ist doch ein schönes Tier. Ich weiß es nicht, ich glaube 4 Meter waren wir ungefähr. Ne? Recht makellos. Also wir sind jetzt hier Ende April. Recht makellos. Hier hat er eine kleine Schramme dran. Ja. Den kann man schon mal ein bisschen vorzeigen. Vorzeigen können die beiden Angler auch in den nächsten Stunden einige Fische, denn trotz des sonnigen und windstillen Tages landet ein Hecht nach dem anderen im Boot. Super. Also das ist noch eine richtig dicke Mutti hier. Der hat, glaube ich, auch noch nicht schön fett gefressen. Also sind wir hier gerade wieder an der Kante von 2 auf 6 Meter. Barsch ist ein etwas kleinerer Fisch. Oh ja. Ja, das ist doch ein super Hecht, würde ich sagen. Oder? Was sagst du? So, der nächste dürfte auch wieder knapp 90 cm haben. Also 2 Würfe nach dem kleinen eben. Ja, das sind doch, würde ich mal sagen, schöne Fische. Wenn man bedenkt, ihr seht jetzt selber, glatte See, Sonnenschein, so nicht gerade ideal zum Hechtangeln, aber prima, da sieht man dieses Hechtpotenzial, was dieses Gewässer hat. Das wünschen wir uns. Yes! Oh, mein Gott! Ah, und da ist der Haken auch schon ab. Wir haben uns hier eine Stelle gesucht, wo die Wassertiefe abfällt, so auf 6-7 Meter, relativ steil. Und da haben wir eine Markierungsboje gesetzt. Und jetzt geht's hier Schlag auf Schlag. So, dann werde ich jetzt noch schnell messen. Schön. Schönes Angeln. Wie gesagt, man kann es gar nicht oft genug betonen. Es weht kaum Wind. Wir haben Sonne, wir werden hier richtig braun. Und unter den Bedingungen hier so ein schönes Hechtangeln, das ist schon erstaunlich. Ja, toll. Aber nicht nur Hechte beißen an diesem Tag. Direkt vor der Schilfkante packt sich ein schöner Barsch, Ilias Wobbler. Ja, der See hat einen sehr guten Barschbestand. Also hier werden Fische gefangen, so zwischen 40 bis 50 cm. Das ist nicht gerade eine Seltenheit. Meistens natürlich auch so kleine Suspender-Wobbler oder mal auf ein Jerkbait oder Gummifisch. Je nachdem. Ein sehr schönes Gewässer zum Barschangeln. Am späten Nachmittag frischt der Wind spürbar auf, was den Raubfischen an diesem Tag nicht zu gefallen scheint. So, man merkt, dass dieser kleine Wetterumschwung an den Fischen auch nicht spurlos vorbeigeht. Also wir haben jetzt ein paar Fischkontakte, aber jede Menge Aussteiger. Also die fassen gar nicht mehr richtig zu. Trotz Zusatzdrilling verlieren wir die Fische. Aber ist nicht weiter schlimm, denn wir haben genug gefangen heute schon. Schließlich schafft es Ilja aber doch, noch einen Hecht zu überlisten. Es wird aber der letzte Fisch an diesem Tag bleiben. Ja, jetzt ist ein bisschen Wind aufgekommen und jetzt ging eine ganze Weile nichts und jetzt ist wieder einer eingestiegen, so nach einer Stunde. Und man sieht doch schon, die stehen immer noch sehr tief. So, hab den jetzt gefangen auf ungefähr 5 Meter und wir angeln jetzt nur noch mit Gummifischen und richtig am Grund. Und alles, was so im Mittelwasser gewesen ist, hat nicht funktioniert. Ja. Also ich denke mal, wir konnten euch eindrucksvoll unter Beweis stellen, dass das ein gutes Raubfischgewässer ist. Ilja, was ist deine Meinung? War eine super Zeit gewesen. Schön gefangen. Ne? Also wie gesagt, die Hechte, die wir hier gefangen haben, also ist ja nicht alt. Das sind zwar super Fische, aber es geht noch wesentlich größer. Also es werden hier wirklich Fische gefangen, so von 30 Pfund. Aber ich denke mal, dass man sich über solche Fische, die wir da gefangen haben, wirklich freuen kann. Und selbst die fängt man nicht jeden Tag. Man hat natürlich hier auch, wie in jedem Gewässer, auch mal einen Schneidertag. Ne? Ja. Ja, mit Rad, also ich habe hauptsächlich mit Gummifische geangelt, mit 15 cm Fischen.
Farblich habe ich alles durchprobiert. Du hattest eigentlich ein bisschen mehr an Auswahl. Ich habe später auch Gummifische benutzt. Grundsätzlich gehen hier Jerkbaits sehr gut. Oder so Suspenderwobbler, kleine und große Suspenderwobbler. Irgendwie war heute sowieso verkehrte Welt. Ja, genau. Also am besten hat es gebissen, als völlige Windstille war und Sonnenschein. Ja. Und später, als der Wind kam, hat es ein bisschen nachgelassen. Aber das ist sicherlich nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme gewesen heute. Genau. Gut, dann kann man nur sagen, kommt mal her, guckt euch das Gewässer an. Ihr könnt ja auch nächtigen, also schlafen, Boote sind genug da. Ich glaube, 15 oder 20 Boote sind ja zur Ausleihe. Nicht dieses Boot, was wir hatten, nicht. Das war das Boot vom Fischer, welches wir benutzen durften. Das gibt es also nicht. Aber ja, vorher anrufen, Termin ausmachen. Zimmer gibt es hier, schönes Essen gibt es hier, gute Fische gibt es hier. In diesem Sinne, tschüss. Macht's gut.